Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von Gospel Church Köln. Wir wünschen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott. Wenn du Fragen hast oder einen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an gospelchurchköln@gmail.com. Wir wünschen dir nun viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Amen. So, eine ganz lange Geschichte. Ich weiß nicht, wie viel du noch im Kopf behalten hast, aber zumindest in 1. Samuel Kapitel 13. Ein wichtiger Kapitel, 1. Samuel Kapitel 13. Was lässt die Bibel verstehen? Die Bibel lässt verstehen, dass Israel wieder im Krieg waren gegen die Philister. Und immer wieder, wenn wir die Bibel lesen, merken wir, dass es irgendwie immer zu einem Krieg kommt. Ne? Es ist nie so immer Ruhe, Ruhe für eine gewisse Zeit. Für eine gewisse Zeit, wenn Ruhe da ist, aber dann auf einmal kommt wieder Krieg. Es ist genauso wie das geistliche Leben. Für eine gewisse Zeit kannst du Ruhe haben, aber dann spürst du und merkst, okay, irgendetwas hat sich verändert. Und in diesem Augenblick kommen die Anfechtungen des Herrn, oder? Das kennen wir. So, sie sind in einer Kriegszeit. Und was macht Saul? Saul ist da, er erwählt 3000 Menschen. 2000 Menschen nimmt er mit sich und 1000 Leute, Jonathan, sein Sohn, hat 1000 Leute mit sich genommen. Und die Bibel lässt uns verstehen, dass Jonathan etwas tat. Was machte Jonathan? Die Bibel sagt, er ging in den Raum, wo die Philister waren, und er erschlug einen Wachtposten. Und die Bibel sagt, als er das getan hat, kam wie ein großer Lärm. Wow! Männer sind von uns gestorben. Es ist ein Angriff unter uns gewesen. Wir haben Männer verloren. Und die Bibel sagt, Saul war da und er blies mit dem Schofarhorn ganz laut. Und es war ein Krieg, der ausgelöst worden war. Aber was ich interessant finde in Vers 1 bis 7, dass es verschiedene Persönlichkeiten gibt mit verschiedenen Zuständen. Was hat Jonathan gemacht? Jonathan hat die Philister nicht unter der Anweisung von Saul angegriffen, sondern Jonathan ist aufgestanden und hat einfach die Philister angegriffen. Es ist ein Unterschied, Anweisung zu bekommen, und es ist ein Unterschied, zu wissen, was man zu tun hat, ohne dass man jemandem was sagt. Wenn man jemandem viele Dinge sagen muss, dann glaube ich, dass diese Person noch nicht sehr viele Sachen verstanden hat. Aber wenn diese Person angefangen hat, Dinge zu verstehen, handelt die Person eigenständig. Und das ist das, was er getan hatte. Was tat er? Jonathan wusste, was wichtig in den Augen von Saul war, und in seinem Herzen konnte er nicht anders und er griff die Philister an. Es ist wichtig, dass du genauso wie ein Jonathan wirst, dass man dir nicht alle kleinen Dinge sagen muss, dass du dies und jenes machen musst für eine gewisse Zeit, aber es ist wichtig, dass du Eigeninitiative gebrauchen kannst und ganz genau wissen sollst, was du zu tun hast. Es ist ein Zeichen der geistlichen Reife. Hier ist Jonathan und handelt mutig. Man muss mutig sein, um ins Lager der Philister zu gehen und sie anzugreifen. Das bedeutet, dass er in seinem Herzen ein mutiges Herz hatte, gewisse Schritte zu wagen, die kein anderer gewagt hat. Das ist das, was Jonathan ausgemacht hat. Ein mutiges Herz. Wie viele von uns haben ein mutiges Herz? Wie viele von uns können Schritte wagen, die sie vorher vielleicht noch nicht gewagt haben? Wie viele können Entscheidungen treffen, wo sie wissen, dass es dir etwas kostet? Jonathan wusste nicht, was daraus entstehen wird, was kommen wird. Er könnte auch in dieses Lager der Philister gehen und schachmatt ist er auf dem Boden.
Aber er ist mutig gewesen und geht und greift effektiv das Reich der Finsternis an, wenn man es so sagen möchte. So, abgesehen von denen gibt es noch das Volk. Es gibt Jonathan, das Volk und es gibt Saul. Was wird über das Volk gesagt? Die Bibel sagt über das Volk, Saul ließ das Volk in ihrem Zelt. Weiter heißt es, das Volk war zwar hinter ihm, aber verzagt. Das Volk verließ Saul und zerstreute sich. Das ist das, was das Volk tut. Was tut das Volk? Das Volk ist da und sie nehmen nicht teil in dem Krieg. Sie sind da, haben Angst, sind da, verstecken sich in ihren Zelten, sind da und verstecken sich in ihren Höhlen. In anderen Worten, Saul konnte nichts mit dem Volk anfangen. Was bedeutet das für uns? Es gibt andere, die in ihrem Herzen so viel Angst haben, dass sie sich genauso wie das Volk immer verstecken. Dass die weglaufen von dem, was eigentlich Gott mit denen vorhat. Ich glaube nicht, dass das Volk bestimmt war, einfach nur da zu sein, sondern das Volk war in einem Zustand, welches sie schon längere Zeit verändern sollten, aber sie haben es nicht verändert, sondern sie wollten ganz genauso bleiben, wie sie sind. Das ist das Volk. Die Geschichte mit dem Volk hat nicht hier angefangen. Erinnert euch in 1. Samuel Kapitel 11, die Ammoniter kommen. Und als die Ammoniter gekommen sind, was ist mit dem Volk passiert? Sie waren bereit, sich das rechte Auge ausstechen zu lassen, damit sie eine Sicherheit haben von einem stärkeren Bundespartner. Das bedeutet, dass sie Rückendeckung haben von einer Nation, die sie beschützen wollte. Sie wollten diese Sicherheit, sie wollten in dem Sinn diesen Schutz haben und sie waren bereit, ihr eigenes Potenzial zu verlieren. Man stecht ihnen die Augen aus. Sie waren bereit, es zu tun. Das war das Volk. Und das Volk sagt, als die Ammoniter gekommen war, das Volk fing an, ihre Stimme zu erheben und sie fingen an zu weinen. Das war das Volk. Aber Saul sprach und sagte, steht auf und lasst uns wie ein Mann in den Krieg hineingehen. Und das ist das gleiche Volk, von dem die Bibel hier in 1. Samuel Kapitel 13 spricht. Was sie in 1. Samuel 13 tun, ist das, was sie in 1. Samuel 11 getan haben. Sie wollten ihren Zustand nicht verändern. Und das ist das, was ich sage. Wir können nicht geistlich nach vorne kommen, wenn wir nicht bereit sind, unseren Zustand zu verändern. Nach 2 Kapiteln haben sie den gleichen Zustand. Und manchmal kannst du sehen, nach einem Jahr, nach 2 Jahren bist du immer noch im gleichen Zustand. Nein, es ist nicht Gottes Schuld, sondern es ist deine Schuld. Weil ich nicht erlaube, dass Gott meinen Zustand verändert. Und manchmal geht Gott in die Verlängerung. Und glaub mir, Gott hat keine Zeit in dieser Phase, wo wir gerade sind. Die Zeit ist böse. Die Bibel sagt, kauf die Zeit aus. Denn die Zeit ist böse. Und manchmal spielen wir mit der Zeit aufgrund unserer Komfortzone, wo wir sein wollen, wo wir sitzen bleiben wollen und wir wissen, Gott möchte, dass du ein paar Schritte gehst, aber ich bleibe da. Nein, ich kämpfe. Ein Jahr ist vergangen und in diesem einen Jahr, wie viele Leute könnten zum Glauben durch dich kommen? In diesem einem Jahr, wie viele Leute könnten gesegnet werden? Aber wir sind da in unserer Kämmerlein und wir kämpfen mit uns. Nein, nein, nein. Und du kämpfst, die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht und es gibt Leute, die durch dich gesegnet verändert werden könnten. Das Potenzial in dir ist enorm. Gott hat enorm in dir investiert und er hat keine Zeit mehr zu verlieren, das zu tun, was er für dich bestimmt hat. Die Zeit ist nicht für dich, die Zeit ist gegen dich. Du weißt nicht, für wie lange Zeit du bestimmt bist auf Erden. Du weißt nicht, für wie lange du leben wirst, aber Gott möchte, dass du effektiv bist.
Verliere bitte keine Zeit mehr. Sei nicht mehr wie das Volk, das über Kapitel, über Kapitel, über Zeit und Jahren und Monate gleich bleiben. Sei wie ein Jonathan in seinem Herzen, der sagt, ich will nach vorne gehen und ich werde etwas tun, was ich vorher noch nicht getan habe. Und Gott war mit Jonathan, als er gegangen ist und als er die angegriffen hatte. Natürlich war es ein Risiko, aber weil Gott mit ihm gewesen war, mussten die Philister, diese 20, mussten auf den Boden fallen. Gott stellt sich mit den Leuten, die mutig sind. Mut ist eine Entscheidung. Es ist kein Gefühl. Mut ist kein Gefühl, denn sehr oft fühlen wir, ich spüre Gott gerade. Auch wenn du Gott nicht spürst, ist Gott da. Auch wenn du dich gerade nicht mutig fühlst, wenn du dich entscheidest, wirst du sehen, wozu, wo sich Gott stellen wird. Und Gott stellt sich zu dem Mutigen. Und deswegen ist es das, was er zu Josua sagte, sei mutig. Weil Mut kann dir Gott nicht geben. Mut ist deine Entscheidung. Mut ist das Vertrauen auf Gott. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird, aber ich gehe diesen Schritt. Und ich weiß, du bist mit mir. Das ist das, was ich brauche. Das ist das, was du brauchst. Und glaub mir, mutige Schritte erneuern deinen Zustand in deinem Herzen. Wenn du diesen mutigen Schritt gehst, dann zitterst du in deinem Herzen. Oh, was passiert? Da kommen viele Gedanken auf, das kennen wir alle. Aber dann, wenn du die Frucht deines Schrittes siehst, dann sagst du, Halleluja, hey, ich wusste gar nicht, dass Gott auf diese Art und Weise wirken kann. Ich wusste nicht, dass Gott, es gibt dir Freude, es gibt dir Frische. Glaub mir, diese Erfahrung mit Gott, diese Frische mit Gott, es gibt nichts auf dieser Welt, die dir diese Frische geben kann. Manchmal suchst du Menschen, die dir diese Frische geben können. Aber glaub mir, diese Frische wirst du nicht bekommen. Oder vielleicht halb so gut. Aber wenn Gott dich erfrischt, in diesem Moment, wo du mutige Schritte gehst, dein Leben verändert sich. Die Art, wie du predigst, verändert sich. Die Art, wie du singst, verändert sich. Die Art, wie du evangelisierst, verändert sich. Etwas verändert sich, weil die Frische Gottes über dich gekommen ist. Und du redest nicht nur von irgendetwas, was steht, aber du redest von etwas, was ich erlebt habe. Und das, was die Welt braucht, ist ein lebendiges Zeugnis. Sie müssen dich ansehen und müssen das Wort Gottes in dir sehen. Sie müssen sehen, das ist ein Zeuge Gottes. Die Welt hat genug Leute, die reden, aber sie benötigen Leute, in denen sie das lebendige Zeugnis Gottes sehen. Die Schritte, die du gehst, verändern deinen Zustand, verändern dich und geben dir eine neue Frische. Leider Gottes kommt jetzt Sauls Herz in eine Prüfung. Und diese Prüfung ist nicht einfach für Saul. Was passiert, was wir gerade gelesen haben? Die Bibel sagt, Saul ist da. Und als Saul da ist, beobachtet er, sieht, die Philister kommen, die Feinde kommen. Die kommen und die kommen immer näher. Und was sieht er, was sieht Saul noch? Er sieht um sich herum, das Volk ist verzagt und versteckt sich in Angst in den Höhlen. Saul schaut, die Feinde kommen, die Menschen verstecken sich, sind zerstreut. Und Samuel, der gesagt hat, dass er zu der bestimmten Zeit da sein wird, ist auch nicht da. Samuel ist nicht da, die Feinde kommen und das Volk ist auch nicht da. Was für ein Gefühl hat gerade Saul? Saul steht vollkommen unter Druck. Alles spielt gerade gegen ihn. Und ich glaube, jetzt können wir uns ein bisschen näher in das hineinversetzen, wie sich er gefühlt hat. Was soll ich jetzt machen? Ist Samuel ein Lügner? Ist Gott ein Lügner? Oder wird Gott das einhalten, was er gesagt hat? Und das ist der Kampf, in dem er gewesen ist. Ich weiß nicht.
die Zeit tickt. Soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt etwas tun, was ich eigentlich nicht machen soll? Und hier auf der anderen Seite spricht sein Herz. Mache das doch einfach. Mache das doch einfach. Denn es ist der einfache Weg, wie du zum Erfolg kommst. Es ist der einfache Weg, wie Dinge in deinem Leben schneller kommen. Es ist der einzige Weg, sehe die Welt, wie sie draußen ist. Es geht doch viel schneller, es geht anders da. Aber sein Herz ist hier und sagt, nein, ich weiß doch eigentlich, dass ich warten muss, dass Gott hier was machen möchte. Und er ist hin und her gezogen. Und wir sind immer hin und her gezogen in unserem Herzen. Und als er hin und her gezogen ist und die Gefahr sieht und die Umstände sieht, lässt die Bibel verstehen, er nahm das Brandopfer. Und als er das Brandopfer genommen hatte, wollte er das Opfer geben, welches ihm nicht zugestanden hat. Und interessant ist, als er das getan hatte, kommt Samuel. Jetzt kommt Samuel. Samuel kommt und die Frage, die Samuel stellt, was hast du getan? So, auf der einen Seite ist er unter Druck und auf der anderen Seite haben wir diesen Kampf in dieser Gesellschaft, wo wir sind. Wir werden unter Druck gesetzt. Dein Herz wird in verschiedenen Situationen unter Druck gesetzt. Aber zu was entscheidest du dich? Der Einfluss der Welt oder der Einfluss Gottes? Und was hat Saul getan? Er hat das Opfer gebracht, er brachte dieses Opfer, was er nicht tun sollte. Warum? Weil er für einen Augenblick die Kontrolle über sein Leben haben wollte. Versteht ihr? Für einen Augenblick wollte er die Kontrolle haben. Er wollte das tun, was menschlich vielleicht richtig ist, aber was geistlich letztlich falsch ist. Ich sage nicht in dem Sinn, dass wir nichts in unserem Leben tun sollen. Versteht mich nicht falsch, das sage ich nicht. Wir sollen schon fleißig sein, wir sollen schon arbeiten, wir sollen schon diese Dinge tun. Aber wir müssen erkennen, was Gott möchte und was Gott nicht möchte. Und wenn wir erkennen, was Gott möchte, dann ist das nicht einfach, weil du unter Druck bist. Der Einfluss von ihm kam über die Augen. Die Augen von Saul haben sein Herz beeinflusst. Und sein Herz hat ihn zu einer Aktion geführt oder zu Gedanken geführt. Und dann kam er zu der Aktion. Und deswegen sagte ich auch letztes Mal, passt auf das, was eure Augen sehen. Passt auf das, was deine Ohren hören. Denn der Einfluss fängt mit einer kleinen Saat an. Sie entwickelt sich und führt uns in Dinge, die Gott nicht möchte. Und ganz genau an dieser Stelle sagt ja Jesus, wenn das passiert, breche mit dem. Aber das hat Saul in diesem Augenblick nicht gemacht. Er hat eine falsche Entscheidung getroffen. So, und was sagt hier der Prophet, was sagt der Prophet Samuel? Der Prophet Samuel, als er zu ihm kommt, da sagt er, was hast du getan? Und was sagt Samuel, was sagt Saul? Saul sagt, oh, er wollte in erster Linie, was er tun wollte, ist, dass er ihn grüßen wollte. Er wollte ihn grüßen, so als wäre nichts passiert. Und danach erzählt er ihn und sagt ihm, hör zu, die ganzen Umstände, du weißt und so weiter, das Volk ist weggegangen und die Feinde sind gekommen und dies und jeniges und so weiter und so fort. Und er versuchte, sich selber gut zu reden, sich selber zu rechtfertigen. Das ist das, was Saul getan hat. Er fängt sich an, recht zu fertigen. Wieso? Weil in seinem Herzen er nicht erkennen möchte, dass er was falsch gemacht hat. Und er redet es schön, und er redet es schön. Und manchmal sind wir auch da und reden Dinge schön. Aber Fakt ist, dass das falsch gehandelt ist. Und der Prophet Samuel war nicht da, um zu sagen, ja Saul, für diesen Augenblick sage ich, du hast richtig gehandelt, auch wenn ich in Wahrheit weiß, dass du falsch gehandelt hast. Nein, sondern was hier der Prophet Saul sagt, er sagt hier in Vers 13, Samuel aber sprach zu ihm, du hast töricht gehandelt.
Du hast das Gebot deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten, denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. So, seht, das ist das, was er gemacht hat. Er ist gekommen und er hat ihnen die Wahrheit gesagt. Er hat ihnen gesagt, ich werde dir nicht helfen, wenn ich dich anlüge, aber ich werde dir helfen, wenn ich dir die Wahrheit sage. Erlaube, dass die Wahrheit gesagt wird. Aus dem Herzen. Was ist das Problem von Saul? Das Problem ist nicht, dass er etwas falsch gemacht hat. Wie oft machen wir Dinge, die falsch sind? Wie oft? Wir machen doch öfters Sachen, die falsch sind. Aber irgendwie, wenn wir falsche Dinge tun, müssen diese Dinge wieder repariert werden. Guck mal, was Gott hier in diesem Text sagt. Er sagt hier, was ich eigentlich mit dir vorhatte, ist es, dein Königtum bis auf Ewigkeit zu bestätigen. Aber jetzt habe ich jemanden gesucht, der nach meinem Herzen ist. Versteht ihr hier? Eigentlich wollte Saul mit ihm weitergehen. Eigentlich wollte Gott mit ihm weitergehen, mit Saul. Er hatte wirklich was Gutes vor. Obwohl, wenn wir die Geschichte von Saul sehen, sehen wir, wie er als König wurde. Das war im ersten Sinne nicht wirklich Gottes Plan. Aber Gott sagt hier, ich möchte mit dir weitergehen. Ich hätte etwas mit dir vor. Aber der Grund, warum Gott nicht das tun kann, was er eigentlich vorhatte, ist, weil Saul es eigentlich nicht möchte. Er möchte sich nicht verändern. Und wisst ihr, was ich sehr traurig in der Geschichte finde? Ist es, dass Saul die Möglichkeit hat, sich zu verändern. Aber er verändert sich nicht. Und dann sagt Gott hier, ich habe jemanden nach meinem Herzen gesucht. Und von wem sprach hier Gott? Von David. Aber wer war David? David war ein Ehebrecher. Als Gott sagte, ich habe dir jemand nach meinem Herzen, habe ich erwählt. Gott wusste, dass David Ehebruch beginnen wird. Schon in dieser Phase. Wer war David? David war sogar ein Mörder. Aber Gott sagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen. David hat eine ähnliche Situation. Als er gesündigt hatte, kommt der Prophet Nathan und sagt ihm ganz klar, was du getan hast, ist schlecht. Was macht David? David konnte auch diskutieren und zu sagen, willst du und so weiter. Ich hatte einen Moment, der Schwäche, ich war dies und jenes. Aber was David getan hatte, er ging auf die Knie und er tat Buße. Er nahm die Worte und erkannte, na, ich habe gegen dich gesündigt. Und das ist das, was Gott gefallen hatte, dass er die Sachen eingesehen hat, dass er die Dinge angenommen hat und dass er bereit war, dass wieder eine neue Erneuerung in ihm passiert. Dagegen, Saul dagegen, ist die Person, von dem die Bibel sagt, wenn ihr den Text zu Ende liest, sagt die Bibel, als diese Worte zu Saul gekommen ist, hat Saul diese Worte gehört und er ist einfach gegangen. Saul ist einfach gegangen. Ich bin immer noch hier, ne? Saul ist einfach gegangen. In anderen Worten, er war nicht sensibel auf diese Worte. Er hörte und er ging einfach. Und er machte seinen Dienst weiter und so weiter und so fort. Und dann kommt der Untergang von Saul sicher, aber ganz schnell. Aber David war bereit, sich zu demütigen. Saul war nicht bereit, sich zu demütigen. Und das ist daran, worin Gott wohlgefallen hat. In unserem Herzen, wenn wir es lernen, wenn wir es verstehen, uns ein Stück weit immer zu demütigen. Wisst ihr, der größte Prophet, wir kommen zum Schluss langsam, der größte Prophet aller Zeiten von Israel war doch Moses, oder? Die Bibel sagt, Gott hat mit keinem anderen Propheten in Zeichen und Wunder gewirkt wie er. Aber die Bibel sagt gleichzeitig über ihn, er war die sanftmütigste Person seiner Zeit. Versteht ihr den Kontrast?
Jesus sagte selber über sich: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus musste das auch lernen, als er als Mensch auf die Erde kam. Moses wurde angegriffen. Und man sagt, weißt du, ist das der einzige unter den Propheten? Für wen hält er sich denn? War doch die Schwester Miriam, die eigene Schwester. Denkt ihr, Gott spricht nur durch ihn oder was? Aber die Sanftmut in Moses sagte: Vater, ich gehe auf die Knie und du mache, was du vorhast. Und die Bibel sagt letztlich, dass Gott Moses bestätigte. Nicht durch menschliche Kraft und Ringen und so weiter und so fort. Aber das war diese Sanftmut, die ihm geholfen hat. Und das sind Bereiche, wo wir sehr oft versagen. Und wenn wir wirklich als Gemeinde, als Christen weit gehen wollen, müssen wir über diese Dinge hinwegschauen. Glaubt mir, es ist nicht einfach. Aber es ist der beste Weg, der effektivste Weg, damit wir eine veränderte Stadt von Köln erleben. Es ist der effektivste Weg, damit Gott eine neue Erweckung schenkt. Es ist der effektivste Weg, damit dieses Land transformiert werden. Damit Leute, die hier sind, Missionare in die Welt gehen. Und wisst ihr, es gibt in manchen von euch gibt es Nationen, aber du hältst das immer noch zurück. In manchen von euch gibt es Nationen, die in dir sind. Aber diese Nationen können nicht erreicht werden, weil du einen Zustand hast, der es nicht erlaubt. Gott hat manchen Dinge, Gaben gegeben. Und Gott möchte, dass diese Dinge explodieren. Und deswegen als letzter Punkt: Wann kam das Feuer in Apostelgeschichte 2? Als sie einmütig im Herzen waren. Und dann sagt Apostelgeschichte: Kam das Feuer herab. Und sie haben etwas in Jerusalem erlebt, wie sie noch nie zuvor erlebt haben. Gott möchte diese Einmütigkeit. Gott möchte dein Herz reinigen und erneuern. Können wir aufstehen? Halleluja. 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 Gott möchte tiefer mit dir gehen. Möchte noch tiefer gehen. Sei nicht wie das Volk, sondern Gott möchte tiefer mit dir gehen. Sei nicht wie Saul, sondern sei ein David. Sei ein Jonathan. Sei ein Moses. Gott möchte tief in dir hineingehen und dich vorbereiten für die nächste Phase, die kommt. Denn ohne die Erneuerung wirst du es nicht schaffen, in der nächsten Phase standzuhalten. Der Druck wird zu groß sein und du wirst fallen. Aber wenn du demütig bist, wird Gott dich jetzt ausrüsten, dich jetzt füllen. Und das geht über die Woche hinaus, in den nächsten Tagen. Du bist dafür verantwortlich, das Neue, was Gott dir gibt, zu pflegen. Das schönste Auto nützt dir nichts, wenn es nicht gepflegt ist. Das schönste Haus nützt dir nichts, wenn du es nicht pflegst. Denn das schönste Auto kann nach ein paar Monaten zum hässlichsten Auto werden. Wollen wir erlauben, dass der Heilige Geist unser Herz pflegen kann? Wollen wir erlauben, dass er unser Herz noch einmal neu transformieren kann? Kannst du erlauben, dass er dich in eine neue Phase hineinbringt? Und ich möchte, dass du erkennst, dass du vor dem Thron Gottes bist. Wirklich, vergesse, wer neben dir ist. Sehe nicht auf mich, aber sehe auf Gott. Saul
verstand nicht, dass er Gott begegnete, als er Samuel begegnete. Denn es waren die Worte Samuel, aber die Bibel sagt, es waren letztlich auch die Worte Gottes. Und ich möchte, dass du jetzt in diesem Augenblick für dich betest, dass du betest. Und wenn du Gebet brauchst, kannst du nach vorne kommen und ich werde beten. Und ich werde beten für diese Phase, für diese Erneuerung, die der Heilige Geist in dir bewirkt. Halleluja. Es ist, ihr seid frei, dass ihr beten könnt vor dem Thron Gottes, dass ihr euch euer Herz geben könnt. Wenn du Gebet brauchst, werde ich für dich beten, für diese neue Phase. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns unter gospelchurchkern@gmail.com eine Mail schreiben oder auf unserer Website www.gospelchurch.köln vorbeischauen.